Hey, hier ist Eugene von Supportnet. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach bei Hotmail oder bei Windows Live einen E-Mail-Account einrichtet und ja, den das erste Mal verwendet. Dazu öffnet ihr einfach mal den Browser, euren Lieblingsbrowser. Ich habe hier zum Beispiel Google Chrome. Geht auf die Seite hotmail.de. Nun seid ihr schon mal auf der Hauptseite von Microsoft Hotmail und könnt hier links in der Ecke eine kostenlose E-Mail-Adresse einrichten. Also bei Microsoft ist es nicht nur eine E-Mail-Adresse, ihr habt dann einen Speicherplatz, SkyDrive nennen wir das, also einen Online-Speicherplatz, und wo ihr Sachen speichern könnt, hochladen könnt und könnt auch gleichzeitig auch ein Backup machen von eurer Platte zum Beispiel. Also es gibt noch andere Sachen, die man damit machen kann. Die sind jetzt gerade beim E-Mail einrichten, aber ja, da haben wir, also ihr könnt jetzt ganz oben ganz klar die E-Mail-Adresse eingeben, die ihr haben möchtet. Bei uns ist jetzt zum Beispiel supportnet@hotmail.de. Ihr könnt hier auswählen, ob ihr Hotmail als Endung haben möchtet oder live.de oder hotmail.com. Nehmen wir mal live.de bei uns. Das soll ich ganz frei überlassen, was ihr nehmt. Hier gebt ihr das Kennwort ein, müsst es bestätigen, und hier gebt ihr jetzt eine Telefonnummer ein, oder eine Telefonnummer ein, oder besser gesagt eine Handynummer ein, wo, falls wirklich mal dazu passiert, dazu kommt, dass ihr euer Passwort vergessen habt, dass ihr dann dafür einen Rücksetzungscode kriegt, um das Passwort wieder zurückzusetzen. Das könnt ihr über eine Telefonnummer machen oder ihr macht es alternativ über eine E-Mail-Adresse. Müsst ihr euch selbst entscheiden. Ich nehme jetzt bei mir jetzt eine E-Mail-Adresse. Genau. Wenn ihr die jetzt habt, dann geht ihr weiter, dann könnt ihr hier euren Namen eingeben. Das macht ihr wieder frei, wie ihr wollt. Nehmen wir uns mal den Standard Max Mustermann. Genau. Postleitzahl. Und ja, dann gebt ihr nochmal ganz klar, wenn ihr sagt, noch, wenn ihr männlich oder weiblich seid, und könnt dann hier nochmal euer Geburtsdatum eingeben. Genau, da habt ihr noch so einen Capture-Text, den ihr auch eingeben müsst, damit die Website sicher ist, dass ihr Menschen seid, die das eingeben und nicht irgendein Bot, der das automatisch eingibt. Ihr könnt diesen natürlich auch neu laden, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nichts erkennen, dann klickt ihr einfach auf Neu und klickt ihr einen neuen. So. Jetzt könnt ihr euch noch die Nutzungsbedingungen durchlesen. Also hier oben könnt ihr natürlich noch anklicken, ob ihr Werbung haben möchtet. Muss man natürlich nicht machen, wenn man möchte. Dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, nochmal die Nutzungsbedingungen durchzulesen oder den Servicevertrag. Genau. Wenn ihr den durchgelesen habt, dann klickt ihr einfach mal auf Ich stimme zu. Wenn ihr natürlich wollt. Und hier ist schon mal unser Posteingang und eigentlich der Posteingang. Ich zeige euch im nächsten Video, wie ihr den das erste Mal verwendet, wie ihr damit E-Mails verschickt, wie ihr damit E-Mails lesen könnt und ja, noch weiteres. Viel Spaß noch. Ciao.